Explain Everything ist ein mächtiges Tool für das Erstellen von Erklärvideos. Es kann aber auch als Tafelersatz bzw. digitaler Whiteboard-Ersatz für die Lehrertasche benutzt werden. Nach dem Start sieht man diese Oberfläche. Unten sieht man die letzten Projekte, die man gestaltet hat. Darunter eine Navigationsleiste, die einem die Hauptseite, die Bibliothek mit allen Projekten sowie das Lernen, wo Tutorials und Tipps und das Handbuch verlinkt sind und eine Suchfunktion eingeblendet wird. Ich tippe nochmal auf die Hauptseite und sehe hier neues Projekt, beitreten mit Code, freigeben und inspirieren. Die letzten beiden sind dazu gedacht, mit anderen Projekten kollaborativ zu gestalten. Ganz oben rechts in der Ecke findet man typischerweise drei Punkte. Das ist bei vielen Apps so. Hier hat man die Einstellungen, das Hilfezentrum, das Handbuch, Videotipps sowie noch die Informationen über den App-Entwickler. Wir starten ein neues Projekt, indem wir das Plus drücken. Und hier kann ich dann entscheiden, ob ich mit einem leeren Zeichenbereich, einer Vorlage oder mit einer Datei, die ich auf dem iPad gespeichert habe, starten möchte. Ich wähle den leeren Zeichenbereich und ein leeres Objekt, ein leeres Projekt wird mir angezeigt. In der neuesten Version ist der Hintergrund immer schwarz, das kann ich aber ändern, indem ich rechts unten auf das Foliensymbol klicke. Im Moment haben wir nur eine Folie. Wenn ich jetzt das Farbsymbol klicke, kann ich jede beliebige Farbe als Hintergrund nehmen, kann auch ein Muster einfügen. Ich bleibe aber bei schwarz, deswegen drücke ich auf Abbrechen. Auf der linken Seite sieht man die Menüleiste. Als erstes ausgewählt ist der Zeichenstift. Ganz oben kann man die Dicke des Zeichenstifts auswählen, von ganz dünn bis ziemlich dick. Dann die Art der Spitze dieses virtuellen Stifts. Das kann kuliartig sein oder bleistiftartig, sowie für gerade Striche ein Lineal. Natürlich kann ich jetzt mit dem Finger oder mit einem Apple Pencil oder einem entsprechenden Stift, der für das Tablet geeignet ist, zeichnen. Ich möchte jetzt einfach nur Hallo hier hinschreiben. Zunächst mal in Weiß. Und dann möchte ich das Ganze mit einem roten Stift unterstreichen. Wenn ich eine andere Farbe möchte, tippe ich natürlich entweder eins der Farbsymbole an. Wenn die Farbe mir aber nicht gefällt, tippe ich das gleiche Symbol nochmal und kann hier entweder aus den vorgegebenen Farben unten oder, indem ich das Plus hier drücke, aus einer selbst zusammengeschobenen, gestellten, gemischten, wie auch immer man das sagen möchte, Farbe aus. Ich kann hier auch den Farbcode eingeben. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich einer bestimmten Corporate Identity folgen muss. Oder ich kann auch mit dieser Pinzette aus beispielsweise einem Bild, das ich importiert habe, eine Farbe aussuchen. Ich wähle mal dieses Türkis und male ein Herz hier in die Ecke. Tippe ich nun auf das Handsymbol, kann ich dieses Objekt, das Explain Everything als ein Objekt definiert hat. Das ist manchmal sehr schwer vorherzusehen, warum es das tut, warum es bestimmte Dinge schon gruppiert und andere nicht. Dann kann ich das verschieben und mit zwei Fingern größer oder auch kleiner machen und auch drehen. Unter dem Zeichenstift befindet sich der Textmarker, darunter das Radiergummi und darunter wiederum der Fülleimer. Auf die möchte ich in diesem Tutorial nicht eingehen. Ich möchte Ihnen aber das Objektzeichen-Tool zeigen. Da können Sie jetzt verschiedene Objekte auswählen. Das kann sein ein Viereck mit runden Kanten, ein Kreis, ein Balken, ein Pfeil oder ein Stern. Sie wählen das entsprechende Objekt aus und genau wie beim Stift können Sie nun eine Farbe wählen. Hier können Sie neben dem Füllen auch einen Rahmen dazu nehmen, beispielsweise einen roten Rahmen. Wenn Sie jetzt dieses Objekt zeichnen, dann wird es dort positioniert, wo Sie angefangen haben und Sie können es mit dem Finger bewegen, vergrößern, verkleinern oder drehen. Möchten Sie das Objekt wieder löschen, tippen Sie auf das X, tippen das Objekt an, dann auf das X und dann ist es verschwunden. Möchten Sie das wieder rückgängig machen, drücken Sie auf den gebogenen Pfeil nach links. Sie gehen dann immer einen Schritt zurück
und sobald Sie ein oder mehrere Schritte zurückgegangen sind, können Sie diese mit dem Pfeil nach rechts auch wieder vorwärts gehen. Beim Zeichnen eines Kreises gibt es noch die Besonderheit, dass eine diagonale Linie angezeigt wird, immer dann, wenn es wirklich ein Kreis und keine Ellipse ist. Das Objekt rastet da auch leicht ein. Möchten Sie die beiden Objekte nun miteinander verbinden, können Sie hier auf das I tippen, dann erscheint ein Kontextmenü. Sie können dann das Objekt auswählen und es beispielsweise löschen. Sie können es aber auch links, rechts umlegen oder oben, unten umlegen. Sie können es als Hintergrund speichern, daraus Clipart machen oder eine Autorotation, das heißt eine dauerhafte Bewegung hier einrichten. Oder Sie können, wenn Sie ein weiteres oder mehrere weitere Objekte anlegen, diese gruppieren. Wenn Sie nun das Handsymbol auswählen, dann bewegen sich diese Objekte gemeinsam. In das Kontextmenü kommen Sie auch, indem Sie eins der Objekte länger halten. Und wenn Sie nun beide wieder auswählen, dann können Sie diese auch trennen. Dann ist ein Objekt wieder frei bewegbar. Wichtig ist auch noch das Text-Tool. Wenn Sie das auswählen, können Sie einen Textrahmen aufziehen und hier Text hineinschreiben. Da haben Sie dann beispielsweise die Möglichkeit, die Schriftart zu ändern. Dazu muss der Text natürlich ausgewählt sein. Sie können die Schriftgröße verändern. Und Sie können basale Formatierungen vornehmen. Manche Textarten erlauben Fettdruck, das tut dieser nicht. Unterstreichen ist aber möglich. Tippen Sie nun wieder auf das Handsymbol. Ist der Text ein Objekt wie alle anderen und kann vergrößert, verkleinert, verschoben, gedreht und positioniert werden. Tippen Sie ihn noch einmal an, kommen Sie wieder in das Textbearbeitungstool. An der Stelle könnte man natürlich die berechtigte Frage stellen, was hat das alles mit Erklärvideos zu tun? Da kommen die drei Symbole am unteren Bildrand ins Spiel. Eine Kamera, ein Aufnahmeknopf und ein Mikrofon. Wir fangen rechts beim Mikrofon an. Damit können Sie das Mikrofon Ihres iPads ein- und ausschalten. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie zunächst animieren und dann erst den Kommentar sprechen wollen. So mache ich das ganz gerne. Das heißt, ich mache das Mikrofon aus, tippe dann auf Aufnahme und alles, was ich jetzt mache, wird automatisch aufgezeichnet. Sobald ich auf Stopp tippe, gelange ich in die Zeitleiste und sehe die verschiedenen Objekte und die verschiedenen Animationen, die ich da gemacht habe. Das wird auch durch verschiedene Symbole hier dargestellt. Ich kann nun durch das Auswählen eines Teilbereichs verschiedene Operationen durchführen. Beispielsweise, wenn ich das hier markiere, dann kann ich alles, was bis dahin geschehen ist, löschen. Dummerweise habe ich jetzt auch gelöscht, dass ich diese Zeichnung gemacht habe. Das ist leider nicht mehr rückgängig machbar. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt beispielsweise hier in der Mitte einfach ein Stück kürzen möchte, dann kann ich das damit auch tun. Dann erfolgt keine so große Pause. Oder ich kann die Bewegung, die ich jetzt gerade hier gemacht habe, eben auch löschen. Dann springt das Objekt bei der nächsten Bewegung dahin, wo ich es an dieser Stelle eben positioniert hatte. Möchte ich jetzt meinen Kommentar einfügen, springe ich an die entsprechende Stelle, wo ich ihn einfügen möchte. Beispielsweise hier, schalte mein Mikrofon ein, tippe nochmal auf Aufnahme und erkläre, was ich jetzt mache. Beispielsweise, dass hier Hallo Welt bewegt wird. Jetzt sehe ich in der Zeitleiste, dass Audio hinzugefügt wurde.
Sie sehen hier an diesem gelben Symbol Mix, das bedeutet, dass alles, was ich jetzt aufnehme im nächsten Schritt, mit dem, was bereits besteht, zusammengeführt wird. Das ist die ideale Einstellung, wenn Sie beispielsweise zunächst Ihre Animation aufnehmen wollen und dann erst den Ton. Sie können aber auch einfügen, dann wird es dazwischen geschoben, oder überschreiben, dann wird alles, was Sie an der Stelle gemacht haben, gelöscht und durch das Neue ersetzt, auswählen. An Bearbeitungsfunktionen gibt es in diesem Programm nicht allzu viel. Es gibt zum einen das Auswählen. Das möchte ich nochmal kurz genauer demonstrieren. Man setzt den Abspielpunkt an eine bestimmte Stelle, beispielsweise hier, sagen wir hier, tippt dann das Auswählen aus und kann dann durch Ziehen in die eine oder die andere Richtung alles, was von dort aus passiert ist oder bis dorthin passiert ist, auswählen und es dann entweder löschen durch das Tippen auf dieses Mülleimer-Symbol oder löschen und alles dahinter nach vorne ziehen, um eine Lücke zu schließen, durch das Symbol neben dem zweiten Mülleimer. Dann hat man die Möglichkeit, man hat aber auch die Möglichkeit, einfach diesen Punkt irgendwo hinzustellen und diesen zweiten Mülleimer zu drücken. Dann wird automatisch alles danach weggeschnitten. Man hat die Möglichkeit, ein Objekt zu teilen. Man kann die Bewegung glätten. Das heißt, alles, was zu ruckartig war, wird hier ein bisschen weniger ruckartig und ein bisschen glatter in der Bewegung gemacht. Ich möchte noch kurz zu dem Foliensymbol kommen, was ich vorhin gezeigt habe. Man kann hier mehrere Folien einfügen. Das ist so ähnlich wie bei PowerPoint oder anderen Präsentationsprogrammen. Wenn man jetzt hier sieht, die Folie 1 war die mit unserer Aufnahme, Folie 2 ist noch leer. Und an dieser Folie möchte ich Ihnen noch zwei neue Dinge erläutern. Zum einen das Kamerasymbol. Das zeigt Ihnen im Prinzip das, was Ihre Zuschauer später sehen werden. Alles außerhalb dieses weißen Rahmens sehen die nicht. Möchte ich nun ein anderes Objekt, wie beispielsweise ein Foto oder ein Video hier einfügen, tippe ich auf das oberste Symbol. Hier kann ich entweder ein Bild machen, ein Video aufnehmen, einen Browser einfügen, scannen, eine Gleichung einfügen oder Audio. Ich kann aber auch auf vorhandenes Bild oder Video zurückgreifen, auf eine Datei wie beispielsweise PDF oder Word. Ich kann Sticky Notes, Clip Art, Bild oder GIF aus dem Web, vorhandenes Audio oder einen Platzhalter einfügen. Bei Clip Art und Bilder und GIFs vom Web muss man natürlich aufpassen, dass man dazu eine Internetverbindung braucht. Neben den Cliparts aus dem Web kann man natürlich auch selbst erstellte Cliparts benutzen. Das kann man tun, indem man aus selbstgezeichneten Objekten einfach ein Clipart generiert. Dazu muss man es im Kontextmenü als solches speichern. Ich möchte jetzt ein bereits vorhandenes Foto einfügen, und zwar eines, was ich in einem letzten Projekt schon benutzt habe. Deswegen wird es mir hier unten auch schon als letzte Dateien angezeigt. Ich möchte dieses Laptop, das ich von Pixabay rechtefrei heruntergeladen habe, benutzen. Auf der linken Seite habe ich jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, wie beispielsweise beschneiden oder um 90 Grad drehen. Das Bild ist aber eigentlich genauso, wie ich das möchte. Es hat sogar einen transparenten Hintergrund, was ich an diesem Schachbrettmuster sehe. Deswegen drücke ich einfach auf Fertig. Das Bild wird mir hier angezeigt, viel zu groß. Deswegen mache ich es zunächst einmal kleiner. Ich kann es aber jetzt auch außerhalb des Kamerabereichs schieben. Das muss man sich wirklich so vorstellen, als wäre das eine richtige Kamera. Diese Kameraansicht habe ich ausgewählt, indem ich hier unten auf das Kamerasymbol gedrückt habe. Dann taucht auch direkt darüber noch einmal fast das gleiche Symbol mit dem Wort Kamera auf. Wenn ich darauf tippe, werde ich quasi Kameramann. Und nun kann ich die Kamera bewegen oder heranzoomen oder auch wegzoomen. Ich möchte das jetzt aufnehmen und deswegen drücke ich hier die Aufnahmetaste. Wenn ich nun das
die Kamera bewege. Da muss man aufpassen, denn wenn man zu nah an den Rand kommt, dann wird die Bewegung sehr schnell. Dann wird das Objekt auch im Kamerasucher dargestellt. Wenn ich die Ecken bewege, dann zoome ich damit heran oder eben heraus. Jetzt beende ich die Aufnahme, tippe noch einmal das Kamerasymbol und gehe in die normale Ansicht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ich gemacht habe, dann werde ich gleich sehen, dass das Bild vor der Kamera hin und her bewegt wird, beziehungsweise dass ich näher dran gehe oder auch weiter weg. Wenn ich hier Kamera sage, meine ich natürlich eine virtuelle Kamera, denn natürlich wird die Kamerabewegung nur simuliert. Wenn ich nun zufrieden bin mit meinem Film, dann kann ich ihn exportieren. Dazu tippe ich hier oben auf das Viereck mit dem Pfeil, wähle Video, wähle die entsprechende Folie aus. Hier habe ich jetzt beide. Ich benenne das vielleicht noch in Film 1 und dann exportiere ich das Ganze. Und das kann ich dann entweder an andere per AirDrop schicken oder in Mail oder anderen Programmen öffnen, sie direkt per SMS weiterleiten, das Ganze kopieren, direkt auf YouTube hochladen, in einer Cloud hochladen, wie zum Beispiel G-Drive, oder in meiner Foto-Apps speichern. Das möchte ich jetzt tun. Das dauert eine Zeit lang, bis das exportiert ist. Und am Ende kann ich dann in meiner Fotomediathek darauf zugreifen und es weiter bearbeiten.